Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Ja, ja. Ich gucke jetzt aber erstmal hier selber. Und dann gucke ich, ob ich auf der Werkbank was umrüsten kann. Ausrüsten besser machen kann. Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Ich gucke jetzt aber zuerst hier. Schön. So, hier ist aber noch so viel Zeug für mich. Ich sollte bei Hugo bleiben. Mhm. Aber ich habe hier so viel einzusammeln. Kann ich nicht mehr zu Hugo. So, einmal Schnur. Da will ich gar nicht lang gehen, habt ihr gesehen? So, das brauche ich nicht. Da gucke ich gleich nach. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Okay. So, hier war aber, glaube ich, genau, da war nämlich noch was. So, kleiner Hugo. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Mhm. Dann gehe ich jetzt mal zur Werkbank. Da liegt noch was. Alles konnte ich nicht mitnehmen. So, ich kann die Tasche aufrüsten. Oder die Ausrüstung. So, ich will aber, glaube ich, lieber die Ausrüstung. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So. Genau, danach brauche ich nämlich kein Werkzeug mehr, um aufzurüsten. Jetzt brauche ich nämlich keine Werkstatt mehr. Gut. Nee, das haben wir gemacht. Dann bin ich jetzt auch bereit, zu Hugo zu gehen. So. Schauen wir mal. Da ist noch was. Oh. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Mhm. Ikonografie. Die Alchemie fasziniert Wissenschaftler und inspiriert Künstler. Das wiederkehrende Symbol des Löwen, der die Sonne verschlingt, ist als Anspielung auf alchemische Auflösung zu deuten. Durch den Einsatz dieses Verfahrens, bei dem Vitriol Schwefel zersetzt, sollen grobe Substanzen von edlen Substanzen getrennt werden. Alchemische Auflösung, okay. Dann haben wir noch ein Geschenk gefunden. Das wird wahrscheinlich dann auch gleich ins Regal geräumt. Beherrscht den Mond, anstatt sich mit ihm zu vermählen. Amicia, wo willst du denn hin? Schon gut, du kannst kommen. Wo geht's hier hin? Ich will das halt wissen. Das ist jetzt wahrscheinlich... Oh, ein Grab. Hm. Wer liegt hier? Ich weiß es nicht. Wir können etwas sagen, wenn du möchtest. Bitte entschuldigt die Störung. Wir haben zwar keine Kerzen, aber ruht in Frieden. Und danke, dass ihr auf uns aufpasst. Komm, gehen wir. Errungenschaft, Tribut. Okay, das war also jetzt quasi nur einfach für die Errungenschaft darum. Aber kein Problem. Das sieht geil aus. Großartig, beeindruckend. Okay. Ich hätte gar nicht erwartet unbedingt, dass ich die Treppe runtergehen kann, aber plötzlich ging es dann doch. Aber sie geht wesentlich langsamer, als ich es von ihr gewohnt bin. So. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Okay. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Die Fiole links auf dem Tisch? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Das muss es sein. Mhm. So, hier ist ansonsten... Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Hier. Mhm. Was habe ich hier sonst noch, was ich mitnehmen kann? Haben geht vor brauchen. So. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Mhm. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was
zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Das ist mir heute Nacht eingefallen. Mhm. Okay. Hier. Gut, dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Mhm. Folge Hugo auf den Wall. Dann mal sehen, was uns da noch erwartet. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Ach, jetzt komme ich hier durch. Oh, dieses Schott, der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Oh. Alchemistischer Schmelztiegel. Das wichtigste Werkzeug eines jeden Alchemisten. Dieser steinerne Behälter widersteht auch den härtesten Bedingungen, extrem hohe Temperaturen, Säuren, ohne Schaden zu nehmen. Während des gesamten alchemistischen Prozesses ist er ein zuverlässiger Begleiter bei der angestrebten Vollendung des großen Werks. Okay, wir haben zwischendurch zwei oder drei Geschenke irgendwie nicht gefunden, wir hatten aber auch Stress. Hallo! Oh nein, schrei doch nicht so. Wow. Komm, Amicia, mach mit! Wow. Ah! Ah! Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Okay. Was ist denn los? Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Mhm. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia! Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte! Ja, Hugo, was hast du gefunden? Mhm. Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir, komm mit! Okay. Ich folge dir. Sieh dir das Symbol in der großen Halle an. Ich kann irgendwie einfach nicht schneller laufen. Das sind dieselben Symbole. Ja, vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Mhm. Was er alles schon gefunden hat. Hm. Komm zurück. Wo gehst du hin? Guck mal in den Hals. Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Okay. Was macht sie? Amicia? Oh. Guck mal, wie krank der aussieht. Hm. Tut mir leid, dass ich krank bin. Oh. Nein, nein, nein. Hm. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melly. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Wie traurig eigentlich alles. Es wird immer größer. Ja. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus.
Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Wie nett. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Dankeschön. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald zurück. Och, der arme Kerl. So. Triff Mele in der großen Halle, um mit ihr aufzubrechen. Oh. Was hast du da gefunden? Hier, Johanniskraut. Oh. Es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Danke. Dann gucken wir mal. Johanniskraut. Diese Pflanze ist nicht nur das Symbol von Feindseligkeit, sondern steht auch für Schutz und Licht. Angeblich soll man mit ihr Melancholie und andere psychische Störungen heilen können. Obwohl sie auch als Teufelsflucht bekannt ist, kann ihre Einnahme zu ernsten Herzrhythmusstörungen führen. Wir haben da aber einige Kuriositäten ausgelassen. Okay, bisschen Schwund ist immer. Jetzt kann ich wenigstens wieder nochmal laufen. So, da ist sie ja. Dann können wir nämlich... Ich gucke nochmal, ob ich noch irgendwas Neues machen kann. Nee, da geht im Moment jetzt gar nichts, wenn ich das richtig sehe. Okay. So. So. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Mhm. Rosen. In Ordnung, werden wir. Interessant. Und das war Kapitel 8, unser Zuhause. Jetzt kommt 9, im Schatten des Walds. Es ist wieder dunkel. Aber... Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. So, folge mir. Aber ich muss doch erstmal gucken, ob hier nichts ist. So. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Ah. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Mhm. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Da geht's nicht weiter, dann müssen wir doch hier rein. Genau. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ach ja. Ich tue, was ich kann. Na bitte. Mach schon. Ab mit dir. Viel Glück. Danke. Dir auch. Hier ist es schon wieder sowas von dunkel.
Sie wissen, dass Sie sterben, wenn Sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass Sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von Ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Mhm. Diese Mistkerle, was haben die nur vor? Ja, ich weiß nicht. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen hier umgucken. Hier sind auf jeden Fall noch so ein paar Sachen. Aber sonst ist hier oben eher nichts. So. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, innen hochzugehen, aber... Mhm. Dunkel. Wow. Da drüben, das muss die Universität sein. Ich sehe überhaupt nichts, aber wenn du was siehst... Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Finde die Universität. So. Gut. Schön weit. Aber ich schaffe das. Ja gut, alles andere wäre... Also los. Wäre auch ein bisschen einfach, oder? Wenn das alles einfach so gehen würde. Und wahrscheinlich kommen irgendwo noch mal Ratten. Hey, ihr da drin! Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Mhm. Bourgeoisie. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier direkt auf Anhieb schaffen. Schleichen ist ja jetzt nicht so mein Steckenpferd. So. Die Frage ist, was war jetzt da hinten bei den anderen noch, ne? So. Wir uns ja trotzdem ein bisschen umsehen. Das macht ja keinen Sinn. Reinkommen wir da nicht. Okay. Vorsicht! Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Ich nehme mal mein Stöckchen. Das verstehe ich nicht. Wo? Warum? Jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken. Oder muss ich erst den anderen platt machen? Da war doch auch noch einer. Das war völlig unnötig. Oh,
Wo kommt? Da drüben! Ich hab sie gefunden! Okay, also den brauche ich auch nicht anzudotzen. Ich muss bei den Ratten da durch. Bleibt der jetzt da stehen wieder? Weil wenn ich jetzt darüber laufe, ist das wahrscheinlich auch nichts Gutes. So. Der kommt aber zurück, das heißt, ich muss das machen. Das sehe ich mir besser an. Nichts zu berichten. Komisch. Ich bin da jetzt auch ein bisschen verwirrt. Ja, da drüben hat sich was bewegt. Hey, halt! Schön hier bleiben! Das ist mir gerade irgendwie ein bisschen schwierig. Hier in Ruhe die Sachen durchstöbern. Das ist aber ganz schön schwierig. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Aufgepasst! Da ist jemand! Das ist irgendwie gerade schwierig. Der Kontrollpunkt. Aber wie wollen wir das mit den Ratten machen? Super schwierig. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Komisch. Ist mir irgendwie nicht ganz klar. Ich da einfach. Wieder? Jetzt reicht's. Ich seh mal nach. Eieiei. Amicia ist gestorben. Ja, danke schön auch. Aber wie soll ich den denn anlocken? Das irgendwie leuchtet mir das gerade nicht ein. Ich habe aber auch nichts, womit ich
Entweder. Da ist aber auch sonst. Nee, da ist nur das. Was war das für ein Geräusch? Aber ich war sicher. Na gut. Nee, da sind auch wieder die Ratten. Das ist doch irgendwie... Vielleicht bin ich auch hier falsch. Ich bin hier da eben so... Hals über Kopf geflüchtet. Natürlich gibt es hier auch nicht sowas wie eine Karte. Wäre ja zu einfach. So. Ich stelle mich jetzt mal dahin. Die wollen gerne zu mir, natürlich. Eliminiert Gegner ohne Geräusch zu. Und Zündflut. Eliminiert Gegner, ohne Geräusche zu verursachen. Zwingt Gegner, die im Kopf getroffen wurden, ihre Helme abzunehmen. Das wäre vielleicht was. Erstmal das. Was zur Hölle war das? Sehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass uns doch hier! Wir kommen später wieder! Naja, okay, wir sind jetzt wenigstens. Ist das überall so? Auf dem Dach. Wow. Krass. Mal hier gucken, da komme ich nicht weiter. Auch nicht. Da? Ja. So, ich mache mich mal lieber ein bisschen kleiner. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Tja, da sagst du was, ne? Nur immer klappt das irgendwie nicht. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh, Gott. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh, Herr. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Tut mir leid. Das mal vorher einer gesagt. Er ist ja tot. Ist er wenigstens schon. Hey, wo ist der Gehängte hin? Oh nein. Oh. Ja,
Wann nimmt das endlich ein Ende? Der Lärm her. Und diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Mhm. Egal. Hier muss es doch etwas geben, das sich für mich lohnt. Okay, dann bin ich jetzt hier wieder raus. Sie wurden alle hingerichtet. Befehle missachtet hat. Das ganze Land geht vor die Hunde. Naja. Die Leute sind nicht nur alle krank, sondern auch arm. Verschlossen. So, ich bleib besser mal unten. Das kann ich eh nicht mitnehmen. Da sind auch wieder die Ratten. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. So, hier ist aber sonst auch nichts. Da sind aber jetzt wieder die Ratten. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Ablenken. Ablenken? Ich muss erstmal da oben, um zu gucken, ob ich noch was herstellen kann. Ich kann auf jeden Fall noch Kniffer. Aber womit ab? Ah, ich sehe es. Mit dem Ablenken. So. Da ist noch eine. Das ist ja schon irgendwie makaber, ne? Das wird ein Festmahl dauern. So. Wie ist das eklig? Ganz ruhig. Das klebt. Hier geht. So. Oh, ich bin genau reingesprungen. Der war natürlich sehr elegant. Besser kann man es nicht machen. Ihr Lieben, das wird jetzt, glaube ich, hier ein bisschen anstrengend in dem Kapitel. Von daher machen wir an der Stelle nochmal eine Pause und machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin habt eine gute Zeit. Macht's gut. Eure Luzi. Ciao.